Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und für alle, die neu mit dabei sind, ein herzliches Willkommen! Der Rest schon wieder durch. Egal, mach jetzt weiter. Du hast eine Summerle hier. Auf jeden Fall habe es auch ich geschafft diesmal, bevor es ausverkauft war, die Catrice Sommer LE 2022, wenn ich jetzt das richtig im Kopf habe, dass ich kein Blödsinn rede. Falls ich Blödsinn rede, in die Kommentare. Auf jeden Fall habe ich eben diese LE bekommen. Einmal die Gesichtspalette, einmal die Eyeshadow-Palette. So, da könnte man alles Plastik runter. Dann diesen Mega Raisin Bronzer. Das ist so groß wie mein Gesicht. So groß wie mein Gesicht ist gar nichts. Und einmal diesen Pinsel. Den Pinsel finde ich total herzig. Ganz kurz nur zu den Verpackungen. Das ist eine ganz normale, übliche Pappverpackung. Es sind zwei Highlighter drinnen. Der, das ist so ein goldigerer da oben rechts. Der ist eher so rosé-movig. Ein hellerer auf jeden Fall. Dann ist ein Bronzer drinnen mit sehr viel Sheen, habe ich das Gefühl, also sehr viel Schimmer drinnen, und ein Blush mit auch Schimmer drinnen. Aber eben, ja, Blush freue ich mich schon, mir gefällt die Farbe vom Blush und auch die Highlighterfarben sind ganz schön. Beim Bronzer, den werde ich wahrscheinlich nur als Topper drüber geben, weil ich bin kein Freund von diesen überdrüber Schimmerbronzern im Gesicht. Das ist schön bei gebräunter Haut, schöner gebräunter Haut, stimmt das? Das stimmt. Stimmt. Auf jeden Fall, das ist die Eyeshadow-Palette. Diesmal nehme ich das Plastik gleich unter. Hat 9 Pfändchen, also Eyeshadows. 4, jetzt sehe ich erst, das lässt sich umklappen da bei der. Das finde ich immer vorteilhaft bei Paletten. Hat 4 matte Farben, einen braunen, einen peachfarbenen, obwohl der peachfarben hat auch so einen leichten Schimmer, einen so einen bordeauxroten und einen bonefarbenen. Und sonst nur Schimmerglitzerfarben. Ja, auch Pappverpackung, sind so Tropical Muster mit blöden Vögeln drauf, da sind Aras drauf. Das ist das, und vor allem, das sind keine gezeichneten oder so gezeichneten Papageien. Es sind echte Papageienbilder drauf. Wartet. Seht ihr das? Wird keine Freude sein, da hinzuschauen. Also ich schaue, auf diese Verpackung schaue ich draußen nicht so oft. Bronzer, ganz normale Plastikverpackung. Er ist, überall klebt was dran. Er ist riesengroß und er dürfte... Ja, ist ein matter Bronzer mit so Monstera-Blättern eingestanzt, wie ihr sehen könnt. Auch bei der, ich bin total durcheinander, ich weiß ständig alles links und rechts. Auch bei der Gesichtspalette sind so Tropical-Muster eingestanzt. So. Finde ich ganz schön. Der Geruch, dazu habe ich auch noch was zu sagen. Der Geruch ist... Und das Interessante ist, bei der letzten Sommer-LE habe ich mir nur den Bronzer geholt, letztes Jahr, und dachte, der Bronzer ist kaputt, ja, wegen dem Geruch, und habe ihn weggehaut. Weil ich dachte, er ist hin. Aber jetzt merke ich, der riecht genauso, so chemisch, ich kann es nicht erklären, für mich ekelhaft. Ich habe eine so empfindliche Nase auf Gerüche, das ist zurzeit irrsinnig auch ein Spaß, was meinen Hund betrifft, und Stubenrein bekommen. Könnt ihr euch ja vorstellen. Ich bin nur am Wischen und Fleckerl suchen. Und so, und das ist der Pinsel. Für meine Hand ist der perfekt von der Größe, liebe ich jetzt schon. Aber ich glaube, für Bronzer, ist das ein Bronzer Brush? Steht da was? Highlighter and Bronzing Brush. Also für Bronzer ist er mir fast schon zu fest, der Pinsel. Aber er ist sehr weich. Das ist es nicht. Er ist sehr weich. Er hat eine relativ gerade Kuppe, würde ich sagen. Aber für Bronzer... Außer man tupft ihn auf. Aber ich könnte mir den zum Beispiel als Foundation-Pinsel auch gut vorstellen. Oder eben als Blush-Pinsel. Für Highlighter wäre es mir zu viel. Aber ich glaube, heute teste ich ihn. Mal gucken, für was ich ihn nutze. Noch keine Ahnung. So, und auf jeden Fall, wie ihr seht, bin ich ja schon geschminkt. Das, was ich eben nicht neu habe, habe ich schon fertig hinter mich gebracht. Ich möchte euch nicht mit riesenlangen Videos ständig belasten. Wer will mir so lang zuhören? So, und wir gehen in die Palette. Es gibt...
nicht wirklich eine Transition Shade. Ich werde sie jetzt noch schnell swatchen und halte euch wieder so professionell wie letztens die Swatches hinein auf meinen Arm und hoffe, dass ich heute keine Umbauarbeiten dadurch führe, während ich das mache. Ah, das ist eher ein Pink Bordeaux. Gibt es die Farbe, Baby? Pink Bordeaux? Der braune hat es dir angetan, dieser schimmerfarbene. Ja, das ist voll deins. Der ist schön, dieser kupferfarbene. Der gefällt dir. Türkis gefällt dir schon einmal gar nicht, ich weiß. Der ist auch so schön. Oh, der ist echt schön. Oh, und der ist wie Butter. I like it. Aber cool, die sind schön butterig. Die Qualität ist gut. Die Qualität magst du. Ich hoffe, der lässt sich ordentlich verblenden. Los Blendos. Der ist eine Pigmentation. Das sind die Farben. Das ist die oberen drei, mittleren drei, unteren drei. Und immer von links nach rechts. Ich habe mich verliebt in diese Kopperfarbe, in dieses Braunschimmer. Finde ich so schön. Die schimmrigen auf jeden Fall. Total buttrig und so weiter. Die Farben waren alle schön. Die matten sind zumindest mit Finger leicht kreidig. Bin gespannt, wie es mit Pinsel ist. Aber eben sehr pigmentiert die Farben. Da kann man nichts. Das ist... Ich musste bei der musste ich zweimal, weil sie auf der Hand jetzt ein bisschen patchy war, das Braune. Bei den Schimmernden immer nur einmal Hammerpigmentation und bei dem Bronze und bei dem Peachfarben und dem Hellen musste ich auch zweimal drüber, damit man was sieht. Aber ansonsten passt die Pigmentation. Nur ich bin sehr hell und deswegen sieht man so helle Farben meistens bei mir nicht. Und der Bordeaux-farbene ist eher dann ins Pink gehende, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich habe hier jetzt nicht wirklich eine Transition Shade und werde jetzt ein bisschen, ich bin wegen einem Hund noch nicht mal zum Pinselreinigen gekommen und vom letzten Look die Pinsel werde ich jetzt nehmen. Also der Peachfarbene hat einmal kaum Kickback. Ich muss aber alles ordentlich abklopfen, weil wie ihr seht, habe ich ja alles schon oben. Und gehe als erstes in diese Peachfarbene, in diese hinein. Und setze mir das als Transition Shade. What? Ja, damit dann eben die Farbe in der Crease, die ich mir... Nein, man sieht, schön pigmentiert. Damit die Farbe... Ich muss lernen, nicht aufhören zu reden. Das ist etwas, was ich gemerkt habe. Mich jedes Mal ärgert, wenn ich das Video schneide, dass ich etwas anfange zu reden, dann mache und vergesse, dass ich geredet habe. Etwas, also... Nein, das gefällt mir. Also die erste... Also das war jetzt zweimal drin und ihr seht, wie hammerpigmentiert die ist, die Peachfarbe, ne? Und da sie so hell ist... Und matt funktioniert sie auch gut als Transition Shade. Jetzt gehe ich in dieses ganz helle, in das Tonfarbene und blende mir das da gleich drüber, damit das schön ausgeblendet ist, damit da keine harten Kanten sind. Ich sage euch Leute, morgen wird in der Zeitung stehen, bestimmt in der Wiener Zeitung, in irgendeiner Wiener Zeitung wird stehen, Frau geschmolzen am Boden gefunden. Wir kriegen hier 34 Grad. Wer hält denn das aus, bitte? Ich bin ein richtiges Winterkind. Ich würde so gern irgendwo in Skandinavien leben. Jetzt gehe ich mit einem, nein, nicht mit dem, gehe ich in den braunen Ton, in den hier. Das ist in der Palette, der ganz unten rechts. Okay, der hat schon etwas mehr Kickback wie der Peacherne. Und den setze ich mir an die Ecke. Ich schätze, ihr seid alle Sommerkinder. Ich treffe so wenig Menschen, die Winterkinder sind. Und ich bin alles... Nur kein Sommerkind. Aber ich glaube, es liegt auch daran, dass ich von Kindheit an schon immer den Sommer gehasst habe, weil ich so krass schwitze. So. Blende ich mir auch gleich ein bisschen nach innen. So. Setze ich mir mit einem dünneren Pinsel, setze ich mir das Braun auch da an die Innenwinkel. Ich hoffe, ihr kennt, was ich tue. So, das verblende ich mir jetzt da auch auf, nach oben und in die Mitte. So, das verblende ich mir innen und außen, wie ihr sehen könnt. Aber außen kann es ruhig ein bisschen mehr braune Farbe sein. Ist halt so schwierig, wenn man schon das Gesicht gemacht hat und dann so dunkle Farben nutzt. Habt ihr sicher auch ständig. Ohne Abklopfen geht das gar nicht. Und ich habe ein bisschen, ein paar Mal schon vor den Schimmerfarben. Die werden dann überall im Gesicht sein. Mag ich das Braun. Gehe wieder in den Blendepinsel.
blende mir dieses Braun wieder aus. Wie gesagt, heute wird das alles wieder nicht so hoch und so weiter. Ich versuche mein Bestes, dass es tragbar wird. Jetzt gehe ich versuche es mit dem Fingerchen in diese Kopperfarbe. Fingerchen ist gut, meine Finger sind ja die von einem Bären. Und den setze ich mir, und hoffe, er bröckelt nicht, auf die freie Stelle. Wird wieder so ein leicht bronzy Look. Hat was, oder? Gehe in so einen Blendepinsel in das Braun hinein, leicht wieder, in das matte Braun, und blende mir das da rein, damit da so ein Übergang entsteht, und auch in die Lidfalte, dass das da auch ordentlich verblendet wird. So, und innen dasselbe. So, ich versuche jetzt, ob man überhaupt einen Effekt sieht, in diesen Champagnerton zu gehen in der Palette. Die schimmrigen sind zum Beispiel, der Champagnerton ist ein sehr krümeliger, und den setze ich mir ganz leicht in die Mitte, so rauf. Aber am intensivsten möchte ich es eben unten haben, und verblende mir das gleich links und rechts miteinander mit dem Kopper, dass das schön. So, ist doch schön, oder? Magisch. Aber ich glaube, unten setze ich noch ein bisschen hin, also am Wimpernkranz, dass das da schön intensiv ist. Ich finde, das hat so einen eigenen Effekt, wenn am Wimpernkranz in der Mitte, wo das Auge ist, so ein eigener Glitzereffekt ist. So. Beide Äuglein gemacht, das ging jetzt eh ganz schnell. Aber die Kamera hat sowieso aufgehört. Ich brauche allein zum Begrüßen, brauche ich 20 Minuten, bis endlich eine noch halbwegs annehmliche Begrüßung rauskommt. Ihr glaubt nicht, was hier los ist, wenn ich Begrüßung und Verabschiedung, Katastrophe. Während erklären geht so halbwegs, aber Begrüßung und Verabschieden, Wahnsinn, als ob ich ein Referat halten würde, als ob ich 14 wäre, ein Referat vor versammelter Klasse machen würde, so geht es hier zu. Und ich kann mir hier nicht mal wie nackt vorstellen. Wen? Mich? Da fange ich an zum Weinen, nicht zum Lachen. Aber jetzt machen wir weiter. Und zwar, damit ein bisschen Farbe hineinkommt, werde ich dieses Petrolfarben unten hinsetzen. Nehme so einen Pencilbrush, gehe in dieses Petrol hinein, und hoffe, das krümelt nicht irgend überall hin. Sieht man, dass es Petrol ist? Wirkt irgendwie blau. Es schimmert, aber es schimmert nicht so krass wie jetzt im Pfännchen. Auch eine Farbe, die ich so selber an mir nicht mag. Vor allem im Pfännchen ist das so ein schönes Petrol, und da wirkt das jetzt irgendwie bläulich. Ich habe natürlich überall im Gesicht jetzt Glitzer, was aber normal ist. Das ist, ob es jetzt eine günstige Palette ist oder die teuerste. Wenn man Glitzer rauf tut, fällt es schon allein durch die Reibung am Lid und an den Wimpern, fällt dieses Glitzer ab und landet überall im Gesicht. Geht. Sagen wir mal so, ich kann damit leben. Aber jetzt heißt es was trinken. Lass es, bevor es schlimmer wird. So, bei beiden habe ich mir das am Rand ein bisschen rausgezogen. Eyeliner-Effekt, nein, aber damit das nicht so direkt so an der Kante abschließt, und ich finde, farblich passt das irgendwie zusammen. Wimperntusche und dann. Damit das aber, das Blaue sich nicht so schlägt mit meinen Augen, da werde ich einen braunen Kajal. Ich nehme den Tattoo-Liner von Maybelline und den setze ich mir an die obere Wasserlinie. Einfach nur um. Ah, der Ventilator tut so sein, ist mit meinen Augen. Obwohl er hinter mir ist. Aber meine Augen sind so empfindlich, sogar auf Luft. Wirklich nur um den Wimpernkranz zu verdichten. So, und setze ihn auch aufs untere. Irgendwie gibt er keine Farbe mehr ordentlich ab. Wieso nicht? Will you please relax? So, ich muss das anders machen. Da muss ein anderer her. So, wir nehmen jetzt einen anderen. Den von Manhattan. Der hat bis jetzt immer funktioniert. Ja, das nenne ich braun. Ist es denn braun? Ja. Damit das nicht so schlimm an meinen Augen ausschaut.
Das ist blau. Ich werde in das Braune gehen, also keine Ahnung, was rauskommt, in so einen ganz flach gebundenen Pinsel und werde mir das da noch zusätzlich aufs unter den Wimpernkranz, damit das nicht so krass blau ist unter meinen Augen. Ja, überall habe ich jetzt Lidschatten und Glitzer. Ich habe mir mein Make-up ruiniert. Seht ihr übrigens am Ventilator, schwankt es zwischen 29 und 28 Grad in diesem Raum. Deswegen, ihr Lieben, muss ich den Ventilator anlassen. Jetzt gehe ich wieder in diesen Champagnerfarben, in diesen ganz hellen. So, und den setze ich mir da innen nur hin. Ich glaube, ihr kennt es. Überall habe ich jetzt blau und egal. Und da ist wieder, erkennt man wieder. Irgendwas wollte ich euch erzählen. Ja, mit Philu läuft es richtig gut. Ist ein braver Hund, ein lieber Hund, der natürlich viel spielen will. Viele Lackerl, Lacken. Ich weiß nicht, sagt man das in Deutschland auch so? Lackerl? Nein. Sagt man, glaube ich, nur hier in Österreich so Lackerl. Seine Lacken lässt und seine Häufchen. Sonst ein total lieber Hund. Er kann nichts dafür, ist ein Baby. Muss das erst lernen. Aber wenn wir rausgehen, glaubt ihr, der spaziert? Nee, der sitzt und schaut. Oder er legt sich hin. Und man muss ihn so richtig animieren zum Laufen. Ich muss vorlaufen, damit er dann kommt und ganz zappelig und so weiter. Und ich bin eindeutig schon sein Frauchen, weil er wird leicht eifersüchtig, wenn der andere mit mir sich befasst. Mag ich. Auf jeden Fall, das war's mit dem Baby. Jetzt kommen wir zur Gesichtspalette. Nee, kommst du noch nicht. Jetzt kommen wir zum Bronzer. Er wirkt ziemlich hell, kühl, aber doch irgendwo einen orangenen Stich. Egal, er soll mir jetzt. Ich will jetzt einfach nur Farbe im Gesicht haben. Ich schaue aus wie ja, die Wand dahinter mir weiß. Und ich gehe auf jeden Fall in einen Bronzerpinsel. Okay, er hat kaum bis gar kein Kickback. Ich tue ihn trotzdem in die Hand vorher, bevor ich ihn mir ins Gesicht setze. Vielleicht eine Spur zu hell, oder? Was sagt ihr? Eine Spur zu hell, oder? Also noch viel dünkler wie ich, also viel dünkler ist nicht schwer, etwas dünkler wie ich und man sieht den Bronzer, glaube ich, nicht mehr. Aber so für den Alltag finde ich die Farbe okay. Der Geruch ist halt, der haut mich gerade um. Der. Ich glaube, für eine Spur heller wie ich wäre der Bronzer toll. Nein, den Bronzer, farblich mag ich den, weil an Tagen, wo ich eh nicht so gebronzt sein möchte. Nee, die Farbe geht. Na, diesen Geruch packe ich nicht. Auch dieser Blush in a Box oder wie der heißt. Ich habe ihn nochmal gekauft. Da habe ich den ersten gehabt, der hat gestunken. Habe ich weggehaut, weil ich geglaubt habe, die sind hin. Habe mir gedacht, das kann ich mir doch nicht ins Gesicht geben. Kaufe einen neuen. Mache ich natürlich nicht auf, weil ich eben finde, man sollte keine neuen Produkte in der Drogerie aufmachen und nutzen oder daran riechen. Dafür gibt es Tester, aber es gab eben keinen Tester. Haben wir gedacht, nein, war sicher kaputt, nehme ich mit. Riecht er genauso, habe ich natürlich nicht mehr weggeschmissen. Der Bronzer wird auch nicht weggeschmissen. Wobei ich überlege, ob ich die Eyeshadow-Palette... Nee, das macht man nicht. Ich habe überlegt, dass ich meine Eyeshadow-Palette in die Verlosungsbox dazulege. Aber jetzt, wo ich sie genutzt habe, vielleicht kriege ich sie noch eine. Weil von den Eyeshadows, die mochte ich. Also die Lidschatten mochte ich. Die waren gut pigmentiert, haben sich schön ausblenden lassen. Da kann man nichts sagen. Und wie viel Bronzer will ich da noch draufgeben? Oh, Bibi, wenn sie versucht, sich Bräune ins Gesicht zu zaubern. Ah, jetzt kommen wir aber. Ignoriert das. Wenn ich so bin, dass ich... Einfach ignorieren. Oh Gott, und bevor ich vergesse. Ich schicke jetzt Grüße raus an meinen Neffen und meine Nichte. Beide 10 Jahre. Also, lieber Lukas, liebe Larissa, ich liebe euch und freue mich, dass ihr bei jedem Video mit dabei seid. Schauen jedes Video. Ich bin übrigens, wenn ich mich nicht verzählt habe oder so jetzt frei im Kopf habe, also richtig im Kopf habe, Tante von 13 oder 14 Kindern. Und das ist zwischen, also wenn ich jetzt Großtante dazu zähle, sind sogar fast 14, 15, ich habe keine Ahnung, viele Kinder in der Familie. Jüngste ist 4 und die älteste ist, oh Gott, 33. Ich bin alt. Ich glaube, ich drehe hier ab. Das war's, hat mich gefreut.
bis zum nächsten Mal. So, und auf jeden Fall nehmen wir jetzt diesen Blush hier. Ich gehe in den Bronzerpinsel wieder, gehe in diesen Blush hinein. Wir haben ja nur einen. Oh, der dürfte ordentlich pigmentiert sein. Bin da jetzt da. Bei so Bronzelooks bin ich lieber vorsichtig mit Blushes. Aber der hat ein schönes, so ein dunkleres Peach-Rosé, falls ihr wisst, was ich meine. Ich swatche euch ganz schnell die Palette vom Gesicht auch. Na, der Bronzer ist, wow, das ist, wow, wow. Der Bronzer ist total schimmrig. Seht ihr das? Ja, ich mache das so toll, ich bin so begabt. So, dann das neben der Blush. Ja, das ist so ein Peach-Rosé, so ein, seht ihr das? Man sieht da gar nicht, wie sehr der schimmert. Da seht ihr den Bronzer, wie der schimmert. Seht ihr das? Jetzt die Highlighter. Ja, die sind auf jeden Fall buttriger. Das ist der goldigere Highlighter. Und der mittlere Finger. Das ist der goldige. Naja, das ist das Blush gewesen. Das ist der goldigere Highlighter. Und das ist der in der Mitte. So, der hier. Ist so ein silbriger. Ja, eher ein sehr heller, wie ihr sehen könnt. So, auf den Händen seht ihr es jetzt da. Der eine ist mehr ins Goldige, aber beide eher so einen nassen Touch, wie ihr sehen könnt. Seht ihr das? Total schön. Und der andere eher ins Champagnerfarbene. Habe ich auf beiden Seiten Blush aufgegeben? Nee, habe ich nicht. Wow, das war zu viel, das war zu viel. So viel Blush wollte ich nicht. Das war zu viel. Wieso tust du da weiter? Wieso tust du weiter? Wo ist mein Foundation Pinsel? Schnell! Besser! Ja! Besser! Oh! Mein Leben geht leichter. Dieses Überblaschte jedes Mal in die Videos, wo ich mir, wenn ich das Video dann selber sehe, denke ich mir, was hast du hier aufgeführt? Wieso so viel, Bibi? Jetzt gehe ich in einen Highlighterpinsel und ich glaube, ich nehme den hier, den goldigeren. Aber von Catrice die Highlighter, Gott, ich würde sagen, intens. Schon zu intens. Betonst du wieder jede Falte an dir. Der ist auf jeden Fall heller im Gesicht als erwartet. Wow, also der goldige ist, wie ihr sehen könnt, nicht so goldig. Er ist schon, jetzt fehlt es mir ein, an wen er mich erinnert. Der erinnert mich an den Amresi Highlighter ein bisschen. Eine Spur dünkler, aber erinnert mich an den Amresi Highlighter. Von Anastasia Beverly Hills, diese eine Limited Edition, die es gegeben hat. Mag ich. I like it. Und jetzt mache ich etwas, was ich eigentlich nicht machen will. Aber ich mache es für euch. Aber dafür nehme ich so einen fluffigen Pinsel und gehe in diesen Topper, in diesen Bronzer, der so schimmert, hinein. Ich werde jetzt sicher orange sein. So, aber nur ganz leicht klopft das ab. Nee, nicht meins. Gar nicht meins. Wie gesagt, sicher schön an Leuten, die schön gebräunt sind, aber mir ist das zu viel Glitzer und wie gesagt, ich habe das jetzt nur mit so einem ganz breit gefächerten Pinsel als Topper drüber. Aber es ist, ja, es geht. Würde ich es im Alltag verwenden? No. Und was haben wir vergessen? Den hier. Was mache ich jetzt mit ihm? Gehen wir nochmal ins Blush hinein. Oh, im Bronzer auf keinen Fall. Im Bronzer auf keinen Fall. Aber er ist schön weich. Können wir das nicht so nur machen? Ohne dass ich was drauf tue. Mein Make-up ist so halbwegs gelungen. Ich gehe in Blush. Ich gehe ins Blush hinein. Aber nur ganz leicht. Oh, da seht ihr wenigstens, wie pigmentiert der ist. So. Oh Gott. In nomine Lancelot. Lancelot. Was ich da alles auf den Wangen heute habe. Als Blush finde ich den toll, als Blush-Pinsel. Ich habe es vorher abgeschwächt, um jetzt noch mehr aufzuhauen. Kann damit leben. Den Pinsel mag ich. Den werde ich das nächste Mal noch testen. Mich erwartet ein Paket. Ich hoffe, es kommt morgen. Wir haben übrigens Sonntag. Alle, die auf Instagram sind, denen habe ich ja geschrieben, es kommt kein Video. Genau dafür solltest du dich entschuldigen. Aufgrund meines kleinen Scheißers Philo, meine ich im Positiven, kleiner Scheißer. Aufgrund dieses Scheißer habe ich, was mache ich? Egal.
Und weil ich eben fix und fertig war vom Babysitten von zwei kleinen Welpen, ich glaube, wir haben in einer Nacht 6 Küchenrollen verbraucht für Lackerlwischen. Und ich war fix und fertig. Ich schlafe auch nur noch nachts. Nee, ich schlafe nur noch, wenn der Hund geschlafen hat, wie beide da waren, er und sein Bruder. Da konnte ich auch nicht wirklich schlafen, weil die zwei so aufgeregt waren, so viel miteinander gespielt haben, die ganze Nacht gebellt haben, gejault haben, gekämpft haben. Und ich war so fix und fertig, dass ich gewusst habe, ich schaff's nicht, auch noch ein Video zu machen, es zu schneiden. Und habe mir den einen Tag, habe mir den einen Tag frei gegönnt und habe kein Video auf die Schnelle. Vor allem wollte ich nicht auf die Schnelle ein Video machen und das und dann passiert weiß Gott was und es wird irgendwie und das möchte ich nicht unter Stress Video machen. Und ich möchte, dass ihr trotzdem weiterhin, dass euch das Video weiterhin gefällt. Sorry, dass ich wegschaue, ich habe die Folien wieder raufgegeben. Ja, und habe eben auf kein Video gemacht, letzten Sonntag, keins hochgeladen, weil ich eben ein bisschen Ruhe brauchte und vor allem auch Zeit mit Filou. Kuscheln, liebhaben, rausgehen, Lackerl putzen, Lacken putzen, aufwischen, ja, die ganze Zeit am Dings und das Ganze bei, ich schwöre, Bruder, ich schwöre, bei gefühlt 300 Grad hier. Bei mir ist der Dreck nur so runtergeronnen. Deswegen seht ihr mich auch nur noch mit diesem Nest am Kopf. Das ist meine Sommerfrisur, Summer Fraser. Das heißt nicht Fraser, das weiß ich schon. Das hat sich so eingenistet in meinem Kopf, dieses Wort Fraser. Ja, das ist meine Sommerfrisur. Es geht einfach nicht. Bei mir habe ich im letzten Video schon erwähnt. Ich bin so ein Gesichts- und Kopfschwitzer. Es rinnt wirklich. Das will keiner wissen, aber ich sag's euch jetzt, es rinnt richtig überall und da ich so wenig Augenbrauen habe, rinnt es auch total gern ins Auge. Klasse, oder? Das brennt dann wie Feuer in den Augen. Deswegen zupft euch die Augenbrauen nicht weg. Die haben einen Sinn, dass die da sind, wo sie sind. Und wir sollten jetzt, du solltest hier jetzt weitermachen. Oh my God, what a brilliant idea! Soweit war es das ja mit den Produkten. Jetzt habe ich gequatscht. Aber ich habe wieder nicht gesagt, was ich sagen wollte. Genau, nämlich, dass mich ein Paket erwartet. Und es ist Sonntag und ich drehe das Video für Mittwoch. Und mich erwartet morgen Montag ein Paket. Und ich bin schon ganz aufgeregt, nämlich eine Zuschauerin, die weiß, dass wir in Wien nicht an Rossmann-Sachen kommen und nicht an Rival und Rival The Loop, glaube ich, heißen es, oder Rival Loves Me. Wir kommen nicht an diese Sachen. Wir haben die Marken nicht hier in Österreich und sie wohnt nicht weit von Deutschland entfernt und die hat das von sich aus angeboten. Ich bin ihr so dankbar. Sie holt von Rossmann die Sachen und schickt sie mir per Post, damit ich sie euch auch zeigen kann. Damit ich keine Sachen von Rival zeigen kann. Damit kann ich nicht leben. Mein Make-up-Herz kann nicht damit leben, dass ich euch keine Rival-Sachen zeigen kann. Und der größte von euch ist in Deutschland und kommt an diese Sachen. Und dann möchte ich es auch herzeigen können. So, aber jetzt machen wir weiter. Genau, Bronzer. Bis auf den Geruch, mit der Farbe kann ich leben. Man erkennt nichts mehr, weil dieser Schimmerbronzer jetzt drüber ist. Aber ihr habt ihn vorher gesehen. Mit der Farbe mag ich. Nur der Geruch bringt mich um die Ecke. Die Lidschattenpalette fand ich ganz toll und weil ich sie eben toll fand, werde ich schauen, dass ich noch eine bekomme und sie in die Verlosungsbox dazu haue, dazu gebe. Und die Palette mochte ich auch, nur den Ton, also diesen Schimmerbronzer, ohne den könnte ich auch gut überleben. So, es tut mir leid, es blendet wieder alles wegen der Folie, aber bei mir müssen Folien wieder rauf. Ich weiß, ihr könnt mich gerne in ihrem Haus anmelden. Den Pinsel werde ich auf jeden Fall weiter testen. Ich mag diesen Griff, der ist total handlich, griffig. Ich mag dieses, ist eigentlich auch ein Papagei, okay, den erkennt man nicht. Damit kann ich leben. Gut, total weich eben, aber ich glaube, ich könnte mir vorstellen, als Foundation-Pinsel würde der auch gut funktionieren. Werde ich testen. Ja, das war's soweit. Soll ich mich verabschieden? Nein, ich mache noch ganz schnell im Wimpern. Ihr wünscht euch auch, oder? Dass meine Videos etwas geordneter ablaufen würden. Aber das wäre dann nicht mehr ich. Ich bin in meinem Chaos, im Kopf ist Chaos pur immer. Auf jeden Fall wimper ich mir die Formen. Das wird nie was. Ich forme mir die Wimpern. Einmal bitte Applaus von allen. Ich warte hier. Hashtag Bibi kann Wimpern formen. Ja, nee, das kann ich. Bibi kann es nicht sagen. Übrigens tue ich meistens ganz unten am Wimpernkranz. Ordentlich lang. Und einmal weiter oben.
damit sie gebogener sind und nicht dieses, ich sage immer, von der Seite schaut das aus wie ein L, wenn man das nur unten macht. Dann schaut das so aus. Erklären kann ich. Ich finde, meine Augenbrauen sind heute etwas... Jesus Christ. Ich finde, meine Augenbrauen sind heute etwas besser geworden als sonst, oder? Was sagt ihr? Meine Augenbrauen sind ja McDonalds-Brauen, sage ich immer. Die sind so weit oben, ist euch sicher schon aufgefallen. Wenn ich so mache, könnte man die McDonalds-Form machen. Man könnte mich als McDonalds-Werbegesicht nehmen. Also, ihr wisst, was ich meine. Ich freue mich schon auf die ersten Kommentare wegen meinen Augenbrauen. Ich nehme meine Augenbrauen nicht wirklich ernst, weil ja, jemand, der ein Leben lang ohne Finger aufwächst, dem sind Augenbrauen so egal. Als Wimperndusche nehme ich, ich habe es mir schon hergelegt, die von Maybelline, die Sky High. Übrigens, ich danke euch allen für dieses Verständnis, weil ich diesen Welpen habe und jetzt eben wenig präsent bin, beziehungsweise nicht so aktiv bin. Abgesehen davon war ich auf Insta, fällt es mir irgendwie schwer, aktiv zu sein. Ich will auch keinem auf die Nerven gehen und denke mir, die Leute wollen gar nicht so oft von dir hören und sehen, lass es lieber. Und jetzt ist eben das mit Philou passiert, dass wir ihn haben und wird halt noch schwieriger. Aber eben wie gesagt, schon vorher habe ich mir gedacht, keiner will dich auch noch auf Instagram ständig sehen. Es reicht zweimal die Woche auf YouTube. Und ich bin so froh, dass ich jetzt schon das Video, heute ist Sonntag, das Video für Mittwoch mache. Keine Ahnung, ich könnte hier durchdrehen und es gleich schneiden werde, mich hinsetzen werde, damit das ja nicht mehr passiert. Ich muss mein Bestes geben. Ich muss Welpe und YouTube unter einen Hut kriegen. Sicher schwer, vor allem bei dieser Hitze zurzeit. Aber ich werde mein Bestes geben. Für euch, weil ihr einfach die tollsten Seiten, besten Seiten, so viel Verständnis dafür habt, für mich habt. Ihr seid molto bene. Das hört sich an wie viele Beine. Nee, sobald das mit dem Philou ein bisschen besser wird, werde ich auch anfangen, auf Instagram live zu gehen. Also live in den Stories vielleicht mich zu schminken und so weiter. So einen schnellen Augenlook oder so. Ja, für die Lippen, weil das Augen-Make-up doch ziemlich krass wurde, wird es heute nur so ein Lippi. Und zwar, der entpuppt sich immer mehr zu einem Liebling von mir, dieser von Maybelline. Ich glaube, sie heißen Color Sensational. Ihr könnt mich gerne berichtigen in den Kommentaren, ob die so heißen. Ich glaube, sie heißen so, aber am Lippenstift selbst steht eben nichts mehr. Der in der Farbe 177 Bare Reveal, so ein nude-farbener Cream-Lippenstift. Und den mag ich total, der entwickelt sich immer mehr zu einer Liebling. Okay, das Grün schlägt sich ein bisschen, also dieses Petrol schlägt sich mit meinem Oberteil, aber ich habe heute nicht groß nachgedacht darüber, was für ein Oberteil ich anziehen werde. War mir so egal. Auch dass ich hatte eigentlich vor, diesen Reifen runterzugeben und habe ihn einfach oben lassen. Ich glaube, ihr seid mir nicht böse, weil ihr seid the greatest. The best. The best. So, aber beruhige dich, Bibi. Das war so. Mit Reifen schaut es doch besser aus, oder? Ich verstecke meine grauen Haare, weil ich sollte unbedingt zum Friseur wieder das. Jetzt könnt ihr das erkennen. Da seht ihr meine Naturhaarfarbe, die nachgewachsen ist. Und links und rechts, das ist alles weiß an mir. Das sind alles weiße Haare bei mir. Und ich hätte gern, dass sie hier auch noch weiß werden. Nein, hier ist ein brauner Fleck. Aber ich finde, so mit den Reifen geht's. Ich glaube, den werdet ihr jetzt auch öfter sehen, weil bei dieser Hitze ist das unpackbar. Und auf jeden Fall, das war's jetzt von mir. Ich rede. Wenn's läuft, dann läuft's, oder? Das war's jetzt aber definitiv von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ich freue mich schon, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und ja, bleibt mir gesund. Genießt das schöne Wetter. Ich tue es nicht, aber ihr tut es hoffentlich. Ja, und ich gehe zu meinem Watsche rauf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Du hast irgendwas vergessen. Ja, du weißt es schon wieder. Ich wünsche euch einen schönen Abend oder schönen Tag, je nachdem, wann ihr schaut. Ich komme mir übrigens jedes Mal, wenn ich das tue, vor wie Jim Carrey in The Truman Show. Aber jetzt bin ich weg. Tschüss. Vielleicht schon wieder durch. Du dich abschminken, geh zum Hund. Du, Fotos machen. Du vergisst immer, dass du Fotos machst. Nee, mach ohne. So.
Du tust so, als ob du eine Frisur gemacht hättest. Als ob das beabsichtigt wäre. Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute, ich höre auf wegzuschauen. Du einfach weiterreden. Oh. Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Nicht wegschauen, nicht wegschauen. So. Auf jeden Fall, wie ihr seht, mach weiter.